Ja, herzlich willkommen zurück zu Mad Games Tycoon. Und ja, ich begrüße alle lieben Freunde, Zuschauer und ja, die sonst noch so vorbeischauen. So, wir sind nämlich aber am Einrichten des neuen Büros hängen geblieben. Alter, du hast so viel Platz, das gibt's gar nicht. Stopp mal. Das kann ich hier hinsetzen. Das hier hin, dann kriege ich nämlich noch einen rein. So, hier brauche ich noch welche in der Marketingabteilung. So, mittig. Dann ich nämlich hier und hier. So, die haben jetzt Soundstudio. Immer natürlich das Beste. So. Kriegen wir hier vier Mann rein. Sieht doch ganz gut aus, finde ich so. So, Mann, aber die Dinger sind echt groß. Genauso wie hier Soundstudio. Zack. Ja. Muss es hier hin. Noch mehr kriege ich leider nicht rein, schade. Okay. Trainingsraum und Aufenthaltsraum habe ich noch. Trainingsraum. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Trainingsraum, hier. Die Tische. So, an die Wand. Kriege ich ein paar Leute rein. So, 7. So gibt es noch eine schöne Tafel. Zack. Guckt zwar keiner hin, aber egal. So, Aufenthaltsraum. Kriegen Sie hier einen Kühlschrank. Fernseher wollten Sie. Kriegen Sie drei Fernseher nebeneinander. So. Muss das mal reichen. Sitzmöglichkeiten. Ja, kriegen sie auch noch. Können sie ja ein bisschen schauen. 2 Stück. So, was aber wichtig ist, ist hier verschiedenes. Die Heizungen. Für die hier gar nicht auf doofe Gedanken kommen. Oh, hier passt nichts rein. Scheiße. Hier auch nicht. Oh, hier habe ich was vergessen. Nee, passt auch nicht rein. Scheiße. Wie machen wir das da? Ja, geh mal weg. Machen wir es so. Ach ja, stimmt. Hier habe ich auch noch ein paar Schreibtische vergessen. So. Für sie nicht rumheulen, kriegen sie auch gleich ihre Heizung. Ja, Heizung. So, so. Hier habe ich auch keinen Platz mehr. Das heißt, hier werde ich mal einen Tisch wieder verkaufen. Für sie hier nicht auch noch rumheulen. Hier machen wir dann gleich mal in der Heizung rein. Hier passt sie rein, perfekt. So.
bis auf den Raum sind jetzt alle mit Heizung versorgt. Das heißt, ich werde hier noch einen Tisch rausnehmen. Und den Tisch werde ich auch wieder rausnehmen. Und da noch zwei Heizungen reinklatschen, dafür sie glücklich sind. So, auf dem Klo darf natürlich auch keine Heizung fehlen. So. So. Was hat denn noch gefehlt? Die Krankenteile, ja. Hier. Hier. Jeder Raum bekommt hier welche. Zack. So. So. Müsste jeder Raum haben. Super. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Drucker. Hier. Dahin hin, dahin hin. Da brauchen wir keinen. Hier brauchen wir einen. Packen wir den hier hin. Hier hin. So. Hat jeder seinen Drucker. Ja, das reicht ja erstmal. Mal gucken, was wir dann noch wollen. Produktion. 350.000. 1, 2, 3, 4 und 5. 6, 7. Reicht. Können wir genug produzieren. Die Superpaletten. So. So, das reicht locker. Wie viel haben wir denn jetzt an Stauraum? 2,7 Millionen. Jetzt fehlt nur noch die Toilette. Ne, das wollten wir nicht. Einrichtung, Klo. Dafür sie auch mal ihn abdrücken können. Kriegen sie 4 Klos. Ein Luxus-Waschbecken. 2 Stück. Und natürlich ein Händetrockner. Zack, zack, zack. So. Dann hoffe ich, dass sie glücklich sind. So. Das schmeißen wir mal kurz. Ne, hier kommt. Dahin. Alle Mann hier hin. Da ist noch einer, da ist noch einer. So, alle mal da hingeschmissen. Hier ist irgendwo noch einer. Da. So. Gut, dann weisen wir mal zu. Weil wir müssen uns die Leute auch vorher angucken. So. Da sind noch ein paar übereinander. So. Der Junge hier ist gut im Programmieren. Kommst, das ist Qualitätssicherung. Das wollte ich nicht. Na komm her du. Das wollte ich auch nicht. Personal. Selektieren. Hier rein. So, der Junge ist scheiße. Der ist Büroarbeit. Du kommst in die Marketing. Du bist gut in der Grafik. Kommst hier rein. Musik und Sound. Oder war das Sound hier? Das ist Sound. Du gehörst hier nicht rein, sondern hier rein. So, was haben wir denn hier für einen? Musik und Sound und Programmierung ist aber 46. Das heißt, du wandest hier rein. Das ist ein Allrounder. Dann fliegst du hier rein.
Der Junge ist gut in Programmieren und Grafik. Dann wunderst du auch hier rein. Was haben wir hier für ihn? Eine Bürotusse. Hier rein. Bürokraft, hier rein. Programmieren. Hier rein. Game Design. Stopfen wir hier mit rein. Programmieren 48, krass. Ach ja, das war Maya Evelyn. Ein Allrounder. Programmieren, Game Design. Bürokraft eigentlich. Ja, dann kommst du in die Bürokraft. Grafik. Zack, das ist voll. 33 Bürokraft. Du bist Grafik eigentlich hoch. Mit 35,1. 30. 22 hier, dann kommst du raus und kommst du da rein. Dann kommst du in die Programmierung hier rein. So, du bist auch Programmierer, du kommst auch hier rein. Und du kommst in Musik rein. Ach verdammt, ich merk's gerade. Da rein, du kommst da rein. Du bist auch ein Grafiker und du kommst hier rein. Das ist Musik. Das ist... Nee, das ist falsch. Du kommst hier rein. Der ist richtig. Bürokraft. Das war Grafiker. Der muss hier rein. So, dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Personal finden. Grafik. Ja. Grafik. 18 Grad mal. Na, dann schmeißen wir dich erstmal hier rein. Musik und Sound. Und du bist eigentlich gut für die Programmierung, das heißt, du wanderst hier rein und es gibt keine Leute mehr. Ah, keine Menschen. Der ist Musik und Sound mit 30. Der auch. Der nicht. Du wanderst hier rein und du hier rein. Ja, die hier fehlt mal was für die Forschung. Hier sind 5 drinnen. Hier ist einer drinnen, dann hole ich den erstmal hier rein. Ja, mir fehlen die Leute. Ich habe keine Leute hier. Forschung 2. Sound ist gut, Grafik ist schlecht. Da haben wir zu wenig. Das sind gerade mal 10 Leute. Nee, hier, Forschung ist 2, Grafik ist 5, 4 in Sound, 4 ja, mal gucken, vielleicht kann ich ja da noch einen abziehen. Das sind alles Bürokräfte. Folgenanschein hier verlangt. Oh, Sound, na toll. Ja, ich habe ja auch nicht mal einen für den Marketing. Schlecht. Ich bräuchte eigentlich Personal, aber es gibt... kein Personal. Das ist sowas von schlecht. Aber naja, gut. Kann man nicht ändern. Machen wir weiter. Ha, ich habe das Chefbüro vergessen. Chefbüro. So. Der passt nicht rein, das Riesenvieh. Dann nehmen wir mal den hier. Ist der rein? Ne, der ist auch zu groß. Die sind zu groß, die Dinger. Was? Der passt rein. Chefbüro passt. So. Dev Kids erwerben. Sch-
Schmeißen wir nochmal ein bisschen Geld raus. 37 Millionen haben wir noch. Das sieht ganz gut aus. Ich kaufe jetzt die ganzen Dev-Kits, die ich versäumt habe zu kaufen. Oder nicht versäumt habe, sondern nicht kaufen konnte. So. Jetzt haben wir sie gleich. Auch wenn sie nur 0,1 haben, ich kaufe sie trotzdem. Oder 0. So. Halt den Kopierschutz. So. Gucken wir auch mal die aktuellen Kopierschutz. So. Haben wir sonst noch was? Nö, dann passt es. So, dann kann es jetzt wieder weitergehen. So. Ja. Mir fehlt irgendwie die Leute. Ich brauche für Prison Arc eine Zweitvermarktung noch ein paar Spiele. Da machen wir mal nochmal 100.000. So. Zack. So. Nochmal Auftragsarbeit. Oh. Okay, 92% eine Abgabe. Oh nee, ich brauche 92%. Ich habe ja noch nicht mal ein 60%, eine 90%iger hergestellt. Nee, lass mal. Auftragsarbeit ist keine da. Nur Auftragsspiele. Gut, dann würde ich sagen, Spiel entwickeln. Nee, mach mal nicht. Ich will erstmal das Feature hier noch schnell durchziehen. Da kommst du mal hier rüber. Und du. Und ja, du auch. Wo wollen die denn hin, alle? Geht an euren Platz, ihr faulen Säcke. So, richtig. Vielleicht können wir ja noch was müssen, was durch die Zweitvermarktung rauskriegen. Ne, das wollte ich nicht. Zeitvermarktung. So. Von 1988. Das erste Prison Arc. Können wir mal rausbringen in 4 Wochen. Dann machen wir mal 6 Wochen. 19 und eine Anleitung in Schwarz gibt es trotzdem. So, dann machen wir hier Start Marketing. Lokale Zeitschriften. Habe ich jetzt das richtige gewählt, ist jetzt die Frage. Ich glaube es nämlich nicht. Ja, dachte ich mir schon. Das 1988er wollte ich haben. Oder Zeitschrift. Dann Spiel produzieren. Ach, da haben wir ja noch was auf Lager. Gott, dann passt das erstmal. So, und du kannst eine Fan-Kampagne starten mit Takt auf eine Tür. Du Spielbericht. Haben wir da was? Nö. Video Game Crash. Na toll. Schon wieder. Kann man eigentlich nur noch Kaffee trinken gehen? So, nochmal schneller hier. 627.000, schön. Ich habe aber noch genug Geld, damit passt das. Noch ein neues Feature, die CD-Musik. So. Ja, Plus, das Spiel ist ein Plus, das ist schön. Aber es ist nicht so schön, weil ich nicht so viel Geld einnehme. Aber 1,75 Millionen hat auch Prison Arc, ich glaube, 2 eingebracht. Die waren erstmal auf dem Klo kacken. So, die CD-Musik ist durch. Sonstiger Forschung. Ich möchte nämlich einen A-Titel erforschen. So, nochmal 770.000. Das ist sehr schön. Das hält uns ein bisschen über Wasser. Wegen den scheiß Games Crash. Diese zufälligen Ereignisse sind echt nicht schön.
Warte mal, ich kann ja aber kann ich schon eine Schulung schicken, so lange. So, Training, das sind Sounds. Design leicht gemacht. Spieldesign hier Sound und Musik. So. Dann machen wir die Filmreife für Zwischensequenzen. Dafür das Soundstudio und das Grafikstudio auch was zu tun haben später. Das ist. Na, das wollte ich nicht. Nee, das hier wollte ich spät produzieren. Da habe ich nur noch 1500, dann machen wir nochmal 50.000. Zack. So, oh, die sind schon fertig. Charakterdesign für Grafik für Anfänger? Nee, Sound hier will ich. Sound. Sound haben. Dann kann ich den Sound noch ein bisschen hochdrücken, solange. So. Sieht doch ganz gut aus, dass ich hier noch ein bisschen Geld mache damit. Richtig, Forschung. Sonstiges. Hochwertige Texturen. Ihr beide seid gerade, habt gerade nichts zu tun, deswegen geht ihr da rein. Der Games Crash ist vorbei. Schön. Das heißt, die können jetzt anfangen, ein Spiel zu entwickeln. Ne, machen wir nicht. Wir machen einen Nachfolger. Von den 1993er Prison Arc. Oder? Ja. Ja, machen wir noch ein. So, dazu gibt es die 4.5 Engine. Aber es wird ein ARP-Titel. Und diesmal kommt eine 4 dahinter. Sobald ich ein bisschen Geld aufgebaut habe, werde ich auch ein bisschen verschiedene Sachen weiter rumprobieren. Aber momentan ist einfach das Geld zu knapp, dass ich mir das erlauben könnte. Knapp. Hier, das wollte ich. So, das nehmen wir mit. Und das nehmen wir auch mit. Weiter. Spielekonzept. Ich hoffe, das ist das hier. Konzept nehmen wir. Den neuesten Kopierschutz haben wir. Gibt's da welchen? Nö. Gut, gibt's nicht. Also weiter. Weiter. Boah, ich habe schon noch immer noch ein Teil zu viel. Ja, Joystick nehmen wir raus. So, die Grafik. Grafik verbessern. Alles rein, was geht. Da ist gerade keiner drinne, aber ich mache trotzdem was Sound verbessern. Wo sind denn die Leute alle? Hier sind so. Ach, die sind noch im hier drinne sind die. Du kommst hier rein. So, nein. Du kommst her. Und du kommst her. So. Du kommst auch hierher. So, habe ich hier sonst noch irgendwo einen Mann? Hier, dich kann schwimmen einfach mal hier rein. So. Ja, die Genre muss ich auch noch erforschen. Ich muss eigentlich noch so vieles erforschen. Aber, ja. Warte mal, ich werde mal hier drei rausnehmen und in die Forschung stecken. Und hier starten wir Marketing, hier Fernsehen.
Marketing abbrechen. Deswegen. 2,7 Millionen ist raus. Nehme ich natürlich teil. Ich nehme Prison Art 4. Und dann können wir noch die 3 reinnehmen. 16.000, schön, aber sie sind immer noch unglücklich. Warum das denn? Na, weil ich nicht genug Leute habe. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Personal. Oh ja, ja, es gibt Personal. Grafik. Einstellen. Zack. Programmieren. Einstellen. So, ich brauche nämlich hier welche. Nicht zu wenig. Die sind eigentlich total schlecht, aber ich kann es nicht ändern. Ich brauche Leute. Nicht alles, was geht. So. So, aber dann kann ich jetzt hier Gameplay verbessern. Alle. Und die können nebenbei Bugs entfernen. 251.000, schön. Grafik verbessern. Hab. Das kann ich noch mitnehmen hier. Sound verbessern. Kann ich noch das hier mitnehmen? Du kannst erforschen hochdetaillierte 3D-Modelle. Dann kommst du halt hier rein. So. Du hast wieder Personal? Ja, es gibt Personal. Boah, wo ist er? Müssen wir das mal hier reinwerfen. So, jetzt habe ich wieder genug Leute in der Support. Starte Marketing-Kampagne Games. Ja. So. Können Sie mal alle vom Klo wiederkommen? Wäre ganz nett. Gibt es noch mal ein bisschen Personal? Nee, leider nicht. Ah, ich muss ja aber einen rausnehmen, hier in den Hero einstopfen. So, Max ist zum Glück, sind genug Leute da. Schieben wir mal hier zwei rein. Ja. Die zwei werde ich mal hier reinstopfen. Ich hoffe, ich finde den noch wieder. Momentan kann ich hier nichts machen. Sonstiges erforschen, Atmosphäre, ambiente Sound. Grafik verbessern. Hier können wir noch was mal durchziehen. Oh, die sind richtig schnell, die Leute. So, Sound verbessern. Hier. Die Forschung macht gleich weiter. Hier. Und diesmal darf ich die Updates nicht vergessen. 2,13 Millionen und wurde vom Markt genommen. Und das hat schon einen 36er Hype. Das ist sehr schön. Die Bugs werden immer noch schön rausgenommen. So, die Forschung ist auch schon wieder durch. Schön, schön, schön. Läuft doch langsam. Aber ich sehe, leider sind wir schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und schaltet wieder ein bei diesem grandiosen Spiel. Es macht mir richtig viel Spaß. Und bis dennchen. Bye, bye.